Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute die Noppen beim tunesischen Häkeln und zwar auf einem Strickgrund. Also die Hauptmaschen werden im Strickstich gearbeitet und wie die Noppen gehen, zeige ich euch jetzt. Man beginnt mit einer Masche im Strickstich. Diese Masche, über der in der Vorreihe die Noppe gearbeitet wird, ebenfalls und die folgende auch. Also das Muster ist durch vier teilbar und man versetzt die Noppen in jeder zweiten Noppenreihe. In diese Masche arbeite ich nun eine Noppe wie folgt. Ich lege einen Umschlag auf die Nadel, steche ein, hole den Faden durch, hole den Faden nochmals und ziehe ihn durch zwei Schlingen durch. Dann wieder einen Umschlag, einstechen, Faden holen, durchziehen, Faden holen und durch zwei Schlingen ziehen. Nochmal den Umschlag holen, einstechen, Faden holen, durchziehen. Und nun mit einem neuen Faden die ersten drei Schlingen zusammen abmaschen. Im Prinzip haben wir nun drei zusammen abgemaschte Stäbchen in einer Einstichstelle. Also wer das vom Häkeln kennt, kennt bestimmt auch diese Noppe. Dann wieder drei Maschen im Strickstich arbeiten. Und nun kommt wieder eine Noppe. Umschlag, einstechen, Faden holen und durch zwei Schlingen. Umschlag, einstechen, Faden holen und durch zwei Schlingen. Umschlag, einstechen, Faden holen und durch zwei Schlingen. Und dann mit einem neuen Faden diese drei Schlingen zusammen abmaschen. Wieder drei Stiche im Strickstich. Und noch einmal eine Noppe. Etwas langsamer, ein Umschlag. Einstechen, Faden holen. Zwei Schlingen abmaschen, nochmals zwei Schlingen und mit einem neuen Faden diese drei Schlingen abmaschen und enden mit Strickstichen. Die Rückreihe dann wie gewohnt arbeiten. Diese Noppenmasche einfach wie eine Schlinge behandeln, die abgehäkelt wird. Nun eine Reihe über alle Maschen im Strickstich arbeiten. Also diese Noppenmasche auch wie ein Strickstich arbeiten. So. Wem diese Noppen zu flach sind, der kann natürlich auch diese Stäbchen viermal arbeiten oder fünfmal
Umso dicker werden dann die Noppen. In der folgenden Reihe nun eben die Noppen versetzen. Wir arbeiten hier also nur die erste Masche im Strickstich und dann über dieser Masche wieder eine Noppe arbeiten. Und nun also abwechselnd stets drei Maschen im Strickstich, schwieriges Wort, und dann wieder eine Noppe arbeiten. Wer weitere Muster im tunesischen Häkeln sucht, darf gerne unsere Facebook-Gruppe besuchen. Sie heißt Tunesisch Häkeln oder Strägeln. Dort findet man ganz viele Muster. Oder eben in diesem Kanal. Und zurück geht's wie gewohnt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.